Es gibt ein Update zu unserem Bohnenexperiment, das wir hier im Garten von Caro, deine Dorfwiese in Neu-Hohenrath, schon seit vielen Wochen, ja eigentlich bis Monaten, laufen haben. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann bleibt unbedingt dran. Ja, und denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren, indem ihr unten auf das Gardify-Logo klickt und die Glocke aktiviert. Dann kriegt ihr jede Woche eine Meldung über die neuen Filme, die wir machen. Wir haben ja schon über 300 Filme gemacht zu allen Bereichen des Gärtnerns. Und in diesem Fall hier geht es um ein wirkliches Wissenschaftsexperiment. Wir nehmen nämlich teil mit Gardify in Kooperation mit dem Gemeinschaftsgarten Deine Dorfwiese an einem Test von alten Bohnensorten. Und zwar haben wir hier vor vielen Monaten Bohnen ausgesät. 6 verschiedene Sorten. Hier auf dem Beet stehen, sollten 4 stehen. Dann gibt es noch 2 Stangenbohnensorten. Den Film dazu, den könnt ihr hier oben euch mal angucken. Ja, jetzt sind viele Wochen vergangen und die erste Bohnenernte steht an. Zwischendurch haben wir dokumentiert, wie sind die Pflanzen gewachsen, wann haben sie geblüht. Und wir haben das Ganze in eine Wissenschafts-App eingetragen, die vom Institut für Züchtungsforschung in Gartersleben entwickelt worden ist. Und dort, also sie machen das in Kooperation noch mit anderen europäischen Instituten, und dort wird ausgewertet, ob diese alten Bohnensorten unter Umständen besser mit sich verändernden Klimabedingungen klarkommen. Das ist sehr wichtig, das mal wieder rauszufinden. Die haben dort nämlich viele tausend Bohnensorten gebunkert, kann man sagen, in Form von Saatgut. Und wir als Bürger, als gärtnernde Bürger, sollen testen, wo funktionieren sie. Und an diesem Experiment nehmen wir teil. Also unsere 6 verschiedenen Sorten sind hier ausgesät worden. Und das ist jetzt die erste, die wir ernten werden. Die Regel ist, dass wir ernten, wenn die komplett abgereift sind. Also jetzt kommen erstmal von dieser Charge hier alle Schoten in die Dose, und dann werden wir die Samen rausholen und müssen die uns mal anschauen und wiegen. Wir machen aber noch, bevor wir die letzten abpflücken, hier ein Foto von diesem Teil, damit die Wissenschaftler vom Institut sehen können, in welchem Zustand wir geerntet haben. Dazu wird ganz normal eine App verwendet, also so ähnlich wie unsere Gardify-App. Gibt es auch eine Wissenschafts-App, die nennt sich Increase. Und dort haben wir ja schon vor Monaten unsere 6 Sorten eingetragen. Und hier sind wir bei der Chargennummer 0000, heißt die. Die anderen, die hier noch stehen, das ist die nächste Charge, das sind 8 Pflanzen. Und dahinter, die sehen sehr gut aus, auch nochmal 8 Pflanzen. Da warten wir noch ab, bis die auch abgereift sind, weil die Regel ist, alle Samen werden gewogen und gezählt. Und dann wird das gemeldet mit dem Datum entsprechend, wie die Ernte vonstatten gegangen ist. Auf dem letzten Teil, da ist gar nichts gewachsen. Diese Sorte war wohl nicht mehr keimfähig. Jetzt geht's an die Waage. So, jetzt gibt es erstmal im nächsten Schritt, bevor wir mit dem Wiegen beginnen, noch mal eine Fotodokumentation. Es gibt diese Farbkarten, die von Anfang an Bestandteil des ganzen Experimentes sind. Und da werden jetzt sowohl die Hülsen als auch einige der Samen, die wir schon freigelegt haben, drauf fotografiert. Dadurch können jetzt die Wissenschaftler Vergleiche anstellen mit ihrer Datenbank. Jetzt muss man sicherstellen, dass alle Farben zu sehen sind und natürlich der Maßstab. Und ja, dann haben wir ein schönes Foto, und das verwenden wir jetzt und schicken das in die Datenbank, laden wir das hoch. Und jetzt geht es an die Samen. Gesamtgewicht der Samenernte, das heißt, alle Samen von unserer Parzelle werden einmal insgesamt gewogen. Hier müssen noch ein paar dazukommen. Einmal das Gesamtgewicht. 101 Gramm. Vielen Dank, Ihre Daten wurden gesendet. So, und zum Schluss müssen wir noch mal 50 Samen
abzählen und wiegen und dann nochmal das Gewicht für 50 Samen eintragen. Denn dann kann man bei einer ganz großen Ernte von vielleicht vielen, vielen 100 Gramm einfach das durch die 50er Anzahl teilen. Dann hat man die Gesamtzahl der Samen und man muss nicht alle zählen. Das ist der Hintergrund. Also jetzt nochmal 50 Stück abzählen. 49, 50. 43 Gramm. Und jetzt müssen wir für 50 Samen das Gewicht eingeben. 43 Gramm. Und absenden. So, und das waren die Daten, die wir liefern konnten für die erste Sorte. Wir werden das mit den anderen auch machen. Ja, und das machen viele, viele hundert Gärtner in ganz Europa mit ganz vielen verschiedenen Sorten, Bohnensorten. Und so kann das Institut rausfinden, welche alten Bohnensorten unter Umständen richtiges Potenzial haben, um in Zukunft gerade unter den veränderten Bedingungen des Klimas hohe Erträge zu bringen. Da ist ein enormer genetischer Schatz, der dort in den Regalen des Instituts lagert. Und der muss mal überprüft werden. Und wir freuen uns, dass wir da mitarbeiten dürfen. Ja, das war unser Bericht hier, hier für heute. Es war sozusagen ein kleiner Wissenschaftsbericht in der Gardify-Welt. Hier ist die nächste Inspiration im Video. Da könnt ihr euch wieder ganz in die Gartenwelt stürzen. Natürlich den Kanal abonnieren und hier unten gibt es die Gardify-App, wegen der das alles entstanden ist. Das ist auch so ein bisschen Wissenschaft, was wir da betreiben. Über 7000 Pflanzenporträts und ihr könnt euren Garten individuell daraus zusammenstellen und einen Pflegekalender bekommen. Freue ich mich doch, wenn wir uns da wiedersehen.